Ich würde sagen, wir gucken uns direkt an, was ich mitgebracht habe. Es ist eigentlich was Kleines und trotzdem was Großes. Und zwar geht es um die Ankerkarte. Die Ankerkarte habe ich ursprünglich entwickelt für meinen Pop-Up-Aufsteller-Leuchtturm. Ich hole ihn euch hier einmal in Originalgröße ran. Das hier ist die Originalgröße von dem Pop-Up-Aufsteller. Der ist also eigentlich relativ zierlich. Ich habe hier auch die Karte noch in Originalgröße liegen. Das ist die Originalgröße von der Karte. Ich packe es einfach mal ganz kurz hier nebendran. Und da sieht man schon, dass dieses Teil hier wirklich riesig ist, dass das exorbitant gewachsen ist, um hier innen drinne den Leuchtturm in 200% unterzubringen. Ich habe ja neulich schon ganz kurz den Leuchtturm in 200% auch gezeigt. Da war er aber unten noch nicht zugeklebt. Und ich dachte, ich zeige ihn jetzt heute nochmal inkomplett mit der Karte, mit dem Briefumschlag. Ich habe nämlich auch einen Umschlag natürlich passend dazu gebastelt. Ja, und hör einfach mal, was ihr dazu sagt. Hier ist er. Ist er nicht riesig? Ich hänge ihn gleich nochmal aus, dann kann ich es ein bisschen schöner zeigen. Ich wollte nur einmal sozusagen die ganze Karte zeigen, dass das hier mit dem Öffnen und dem Schließen genauso funktioniert wie bei der kleineren Variante auch. Und ich habe den vom Format her einfach angepasst. Ihr seht, das ist nicht einfach die rechteckige Karte größer skaliert, sondern ich habe das wirklich nochmal in den Maßen ganz speziell für diesen größeren Leuchtturm gemacht. Einfach damit wirklich alles passt. Ganz kurz zur Erklärung, wie kommt es zustande, dass jetzt hier ausnahmsweise einfach nur Skalieren nicht hinhaut. Das ist geschuldet der Platte hier innen drinne. Ich habe nämlich hier bei dem großen Leuchtturm, der auf insgesamt eigentlich von der Höhe und der Breite und allem auf 200% skaliert ist, eine spezielle Grundplatte dazu gepackt. Die Grundplatte, wenn ich die einfach auf 200% vergrößert hätte, die hat ursprünglich 10 cm, dann hätte sie hier 20 cm. Die wäre also deutlich größer als das, was ihr hier jetzt seht. Und die war mir zu groß. Und ich habe echt mit mir gerungen, ob ich sie kleiner machen soll, weil ich genau gewusst habe, dass ich dann dieses Fass aufmache, weil wenn man nämlich die Grundplatte verändert, dann passt ja alles andere auch nicht mehr von den Größen her. Ne? Dann kann ich jetzt auch nicht hier einfach diese Karte auf 200% vergrößern und das einhängen, weil jetzt ist die Grundplatte ja zu klein, um in diese Karte zu passen. Und so kommt es mit diesen Spezialteilen zustande, weil ich hier nur eine 14er Grundplatte haben wollte. Hier ist jetzt die angepasste Karte dazu, in der Breite, in der Höhe. Ich mache es vielleicht jetzt hier einfach nochmal zu, damit man wirklich sehen kann, dass es hier komplett reinpasst in die Karte. So ein kleines bisschen Luft ist hier unten auch, aber nicht zu viel. Und ja, das stellt sich hier einfach komplett mit auf und verschwindet darin. Und das gleiche Thema, das ich mit der Karte hatte, hatte ich dann zwangsläufig auch mit dem Umschlag, weil mein Umschlag von der 12x17er Karte einfach größer skaliert, natürlich hier auch wieder nicht funktioniert. Heißt, ich habe euch diese Karte vergrößert und ich habe euch dazu aber passend auch gleich noch einen Umschlag gemacht. Der Umschlag besteht aus zwei Teilen logischerweise. Das ist so lang, das könnte ich nicht mal auf der langen Matte schneiden am Stück. Das heißt, ich habe das einfach in zwei Teile geteilt, Rückseite, Vorderseite. Hier sind ringsum Klebelaschen und man klebt die Vorderseite einfach auf die Rückseite auf. Das heißt aber auch, dass hier innen unten quasi auch eine Klebelasche ist. Da muss man beim Reintun immer so ein bisschen gucken, dass man daran vorbeikommt. Das merkt ihr aber auch beim Reinschieben. So, ging jetzt hier aber eigentlich auf Anhieb. Damit ist der Leuchtturm einmal komplett verstaut und ich kann das Ganze hier entsprechend verschließen. Ob ich das jetzt wirklich mit der Post verschicken würde, weiß ich nicht. Aber selbst wenn man es einfach nur verschenken will, dann finde ich es eben ganz nett, wenn man es wirklich ordentlich verpacken kann. Und ja, mit dem Umschlag könnt ihr das jetzt. Der Umschlag ist nicht als separate Datei in den Shop gewandert, sondern ich habe euch hier bei der Karte für den Leuchtturm einen zusätzlichen Download hinterlegt. Einfach um möglichst diejenigen, die erstmal nur den Leuchtturm in Normalgröße basteln, nicht zu verwirren, was das jetzt hier mit diesen komischen Maßen soll, weil diese Karte wirklich speziell für den großen Leuchtturm mit den 200% entwickelt ist, ist das ein separater Download bei dieser Kartendatei. Wer also hier diese ganz normale Karte mit dem Anker schon gekauft hat, der kann sich jetzt quasi seit ein paar Minuten da auch diese größere Variante runterladen und in dieser Datei mit der großen Ankerkarte ist auch der große Umschlag mit drin. So, ich hoffe, das hilft euch. Ich hoffe, das hilft denjenigen, die sehr gerne das Ganze in groß umsetzen wollen. Wie immer, zeigt Fotos gerne in der Facebook-Gruppe oder wenn ihr sie auf Instagram zeigt, dann taggt mich mit @miriamkreativ und gerne auch #miriamkreativ, dann finde ich euch leichter. Ich freue mich immer, wenn ich eure Ergebnisse sehe.